Hey Leute, was geht? Ich begrüße euch zu diesem Video. Ich habe mich dazu entschlossen, in Zukunft ab und zu mal Videos zu machen, in denen ich mich einfach vor die Kamera stelle und rede. Mist, jetzt habe ich das Reden ganz vergessen. Auf jeden Fall habe ich mir das so vorgestellt, dass ich mir irgendein Thema suche und dann darüber spreche. Ungefähr so wie früher. Achtung, der folgende Ausschnitt ist aus einem Halloween-Video von Dominic Delicious aus dem Jahre 2010. Alle, die Probleme mit ihren Lachmuskeln haben, sollten spätestens jetzt wegschalten, da diese enorm beansprucht werden könnten. Für Todesfälle aufgrund eines Lachkrampfes übernimmt Dominic Delicious keine Haftung. Hey, ihr Sterblichen da draußen, es ist wieder soweit. Halloween steht vor der Tür. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hasse Halloween. Außerdem ist Halloween überhaupt nicht gruselig. Naja, ich hab sowieso vor nichts Angst. Ah, eine Spinne! Okay, ich würde sagen, dass sowas definitiv der Vergangenheit angehört. Ich hoffe es zumindest. So, das war's auch erstmal für heute. Falls ihr eine Idee für ein Thema habt, worüber ich unbedingt sprechen soll, schreibt es in die Kommentare. Da dieses Video nur wenig Unterhaltsames zu bieten hatte, zeige ich euch jetzt einfach mal noch einen kleinen Clip aus den Anfängen von Dominic Delicious. Aber denkt daran, das, was ihr seht, ist mein vergangenes Ich. Jetzt bin ich völlig anders. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut! Hallo Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video dreht sich um Zungenbrecher. Aber warum? Naja, ganz einfach. Ich will mir die Zunge brechen. Deshalb beam ich mich jetzt zu meinem Laptop. Wow, ging das schnell. Und los geht's. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Frau von Hagen, darf ich's wagen, Sie zu fragen, wie viel Kragen Sie getragen, als Sie lagen krank im Magen im Spital zu Kopenhagen?